Hallo Freunde, wir sind wieder da im nächsten Teil und es geht weiter. Wir haben jetzt noch einen Borg und den bekommen wir folgendermaßen los. Und zwar, wir ziehen erstmal die Handschuhe an. Genau, in Hautfarbe. Passen wie angegossen. Ja, genau. So, und dann benutzen wir die Lichterkette. Ich habe die Lichterkette nicht. Dann nehmen Sie. Und jetzt damit Gut, benutzen. dass ich die Gummihandschuhe anhabe. Ja, genau. Das scheint jemanden richtig elektrisiert zu haben. Das passte nicht zum Fest der Liebe, aber die Viecher auch nicht. Tja, das wären dann alle gewesen. Genau. Hey, wo ist meine Tante? Ist sie da drin? Wo ist sie? Oh nein, hast du nicht? Nun mal ruhig. Du bestehst den letzten Test sowieso nicht. Was macht es also für einen Unterschied? Tröste dich damit, dass es ein gnädigeres Schicksal war als die bevorstehende Ernte des Planeten. Oh, du Tier! Dem Erdling kann man es einfach nicht recht machen. Was? Ich soll glücklich sein, dass du meine Tante gefressen hast? In die Zelle mit ihm. Wenn der Erdling meiner kann anderen eine Freude machen, wird das sein letzter Test. Tja, Freunde, ist das mal heftig? Das große grüne Vieh hat gerade meine Tante Polly gefressen. Ja, ich weiß. Ich habe alles mitbekommen. Es war schrecklich. Tut mir so leid. Warum musste er Tante Polly in die Sache verwickeln? Komm, Wilbur. Du darfst dich jetzt nicht von deinen Gefühlen leiten lassen. Du musst dich für den Logiktest zusammenreißen. Oh, dafür wird Slug büßen! Je größer sie sind, desto tiefer der Sturz. Ach ja? Na, dann wird Slug entsetzlich tief fallen. Was mache ich nur? Die Prüfungen sind aussichtslos. Du darfst nicht aufgeben, Wilbur. Slug hat vielleicht deine Tante gefressen, aber du kannst noch verhindern, dass er den Rest der Welt aberntet. Ja, du hast recht. Irgendwie werde ich die blöden Tests schon schaffen. Gut gebrüllt, Löwe. Außerdem hast du es fast geschafft. Der Logiktest ist die letzte Prüfung. Halleluja! Was geschieht, wenn ich den letzten Test bestehe? Wenn du bestehst, wird deine Welt zur intergalaktischen Schutzzone zur Entwicklung intelligenten Lebens erklärt. Dann hat Slug keine Wahl und muss die Ernte abbrechen. Wie? Slug hat die Ernte abgeblasen? Dem dicken Angeber traue ich nicht von hier bis vorgestern. Stimmt. Aber er weiß, dass die Aktivisten für Alienrechte ihn beobachten. Das Risiko geht er nicht ein. Ha! Wenn der wüsste, wie genau du ihn beobachtet hast. Wir unterhalten uns später. Ich muss mich etwas sammeln. In Ordnung, Wilbur. Tja. Hauptquartieranschlag, hören Sie mich. Ende. Oh nein, der fehlte mir jetzt noch. Ich höre Sie laut und deutlich, Boss. Was ist da draußen los, Slagi? Gibt es Probleme bei der Ernte? Nein, nein, alles in Ordnung. Der Erdling hat nur ein paar Tests bestanden. Wie weiß ich? Weiß nicht, Slag? Verstehe. Was meinen Sie? Soll ich Ihnen schon mal Verstärkung rüberschicken? Nein, nein, ich meine nicht nötig. Ich habe jetzt alles im Griff. Das freut mich, Slug. Ausgezeichnet, mein Junge. Also, was haben Sie denn Schönes für den Logiktest geplant? Ach, machen Sie sich darüber keine Sorgen, Boss. Die Menschen sind durch und durch unlogisch. Stellen Sie sich vor, eben hat der Erdling doch tatsächlich versucht, auf mich loszugehen. Lächerlich. Sie sehen also, Boss, die Chancen, dass eines dieser Wesen meinen Logiktest besteht, gegen null. Das versteht sich von selbst, okay, Slug. Es scheint, als hätten Sie da drüben alles im Griff. Machen Sie weiter so. Hauptquartier, Ende. Flamix! Ja, Boss? Hol den Erdling herein! Auf der Stelle! Und ein bisschen Dalli! Alles klar, Boss. Du bist es nur, Wibbler. Oh, brauchst du einen Gürtel? Aber gerne noch. Oh,
Wow! Mann, ich halte mich schon für einen echten Connoisseur. Und lass dir sagen, das Zeug ist spitzenmäßig. Ja, Freunde. Und da sind wir angekommen im fünften Test mittlerweile. Und es ist ja auch Gott sei Dank schon der letzte. Ja, wir sind hier neben der Bank angekommen. Und wir haben jetzt hier diese lustigen Scheiben. Und halt das Kraftfeld. Mit den beiden können wir uns hier unterhalten. Das ist einmal Elmo von der Insel. Und einmal Stole. Ja gut, den kennen wir ja schon von der Bank. Wir unterhalten uns jetzt mal mit denen. Ich hätte da ein paar Fragen. Ich hab dir nichts zu sagen. Du Inseldieb. Ist Elmos Fusel wirklich so gut? Oh ja, um so tolles Zeug zu bekommen, da muss man ja bis nach Bunzwil herüber. Das hier ist Bunzwil, du Eumel. Ach, wirklich? Mann, ich muss noch blauer sein, als ich dachte. Und ich weiß, dass ich ziemlich blau bin. Elmo hat den Fusel selbst gebrannt. Stimmt das? Tja, dann stellen Sie das beste Zeug im ganzen Bundesstaat her, Sir. Freut mich, dass er dir schmeckt, Stuli. Ich heiße Stuli, Elmer. Elmo hat den Schnaps volle 2 Wochen gelagert. Kein Wunder, dass das Zeug so herrlich schmeckt. Ich muss unbedingt eine Kiste von dem exquisiten Gebräu haben. Geht nicht. Das war meine letzte Flasche und ich hab keine Destille mehr. Der kleine Gangster hier hat sie mir weggenommen. Oh, sag das nicht stimmt, Wippler. Wippler? Es ist völlig legal. Gus hat mir die Insel verkauft. Ach, hat er das wirklich? Hey, wo ist denn das Rathaus geblieben? In Stücke geschossen. Das habe ich damit gemacht. Naja, nicht ganz. Es musste sein. Die Erde ist in Gefahr. Das ist doch keine Entschuldigung, Wibbler. Wenn du die Welt wirklich retten wolltest, würdest du uns mehr von dem göttlichen Nektar brauen lassen. Ja, das war das Stichwort, dass wir... Weißt du, wenn wir das Zeug abfüllen und ein schickes Yuppie-Etikett draufpappen, können wir Millionen dran verdienen. Du als Braumeister, ich als Gehirn. Was meinst du? Tolle Idee, Gehirn. Bis auf eine Kleinigkeit. Wir haben keine Destille. Ach ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich alles schon im Detail ausgearbeitet habe. Mach mal halblang. Ja, wie gesagt, das war der... Vielen der Hinweis, den wir brauchen, nämlich die Urkunde, können wir Elmo geben. Ihr könnt die Insel haben. Ich brauche sie nicht mehr. Jawohl, ich bin wieder im Geschäft. Ruhig, Altchen. Lass mich mal die Verhandlungen führen, ja? Mehr oder weniger. Ja, genau. Okay, Wibbler, ich sag dir was. Ich geb dir eine große Kugel Gummibänder und mein Glas voller abgeschnittener Fußnägel. Die sammle ich seit Jahren. Na, ist das nichts? Ich schenke euch die Insel. Kostet nichts. Netter Versuch, Wibbler. Okay, vergiss die anderen Sachen. Wie wär's mit einem großen stinkenden Fisch? Hä? Der kleine, von dem ich ihn hab, meint, er wäre kaum gebraucht. Wie neu! Wie kann ich so ein Angebot ablehnen? Jungs, ihr habt gerade eine Insel gekauft. Ja, so einfach geht das. Leckerisch, leckerisch, stinkender Fisch. Genau, schon sind sie weg, wir haben sie glücklich gemacht. Genau, wir müssen nämlich alle Leute glücklich machen. Das habt ihr mit Sicherheit eben schon gehört. Genau, die sind auch weg. Lasst mich aus, hört ihr? Genau, und hier ist nämlich jetzt jemand im Gefängnis. Ich sehe ihn nicht, aber es ist hundertprozentig Bürgermeister Gus. Genau. Wir müssen jetzt einmal... Ich gehe alles holen, was ich bisher gebraucht habe. Genau. Miep, miep. Roadrunner. Das war herrlich.
Oh, herrlich. So, wir müssen zur Stadtgrenze, nämlich zum Wagen des Sheriffs. Alter, da ist immer noch ein See. Bin gespannt, ob der da wirklich liegen bleibt. Nun gut. So, hier gehen wir jetzt durch. Und die Szene, wie der im Übrigen da reinfällt, die konnten wir uns leider nicht anschauen. Denn man hätte hier stehen bleiben müssen. Das habe ich auch von einem User erfahren. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr von wem. Danke für die Info. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich es am Ende mal hinzufügen. Und naja, mal schauen. So, hier müssen wir jetzt wieder die Schlüssel nehmen. Aber diesmal gehen wir nicht weg. Keine Bewegung, Mister. Lock sie ein, Denno. Versuch es, Freund. Damit öffnen wir den Kofferraum. Lock sie ein, Denno. Vorladung für Sie. Na komm schon. Musik. So, und da nehmen wir diese Klemmbacken. Die brauchen wir nämlich. Ich nehme ein Bonbon. So, dann gucken wir wieder rein. Ach nee, 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 nee. Der hat den. Ach ja, ja, ja. Musik. Der hat den stecken lassen, den Schlüssel. Versuch es. Der Schuft. Versuch es. So, den stecken wir wieder ins Zündschloss. Da merken die Guten nämlich nichts. Vorladung für. Zack. Na, nimm ihn. Keine Bewegung, Mister. Es ist Vorladung für Sie. Die Musik so herrlich. So. Dann müssen wir jetzt das nochmal machen. Das hätte ich eigentlich auch schon vorhin machen können. Ach, egal. So. Hoppla. Hier geben wir Elmo wieder die Urkunde. Ihr könnt eure Insel haben. Ich will euch euren deftigen Hausschnaps doch nicht vorenthalten. Jawohl, ich bin wieder im Geschäft. Ah, das hatte ich ganz vergessen mit den Klemmbacken. Aber egal. Hätten wir sowieso machen müssen. Also von daher. Mal die Verhandlung führen, ja? Ja, jetzt müssen wir uns das alles nochmal anhören. Okay, Wibbler, ich sag dir was. Ich geb dir eine große Kugel Gummibänder und mein Glas voller abgeschnittener Fußnägel. Die sammle ich seit Jahren. Na, ist das nix? Ich schenke euch die Insel. Kostet nix. Netter Versuch, Wibbler. Okay, okay, vergiss die anderen Sachen. Wie wär's mit einem großen stinkenden Fisch, ne? Der kleine, von dem ich ihn hab, meint, er wäre kaum gebraucht, wie neu. Wie kann ich so ein Angebot ablehnen? Jungs, ihr habt gerade eine Insel gekauft. Da ist der Fisch. Zack, zack. So, Freunde, und wie es hier weitergeht, das zeige ich euch im nächsten Teil. Also, seid gespannt, denn wir gehen auch mit großen Schritten auf das Finale hinzu. Also, ja, wie gesagt, seid gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.